Herzlich willkommen zu unserer Hessenschau am Dienstag. Es war ein Verhandlungsmarathon heute Nacht zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzler. Nun gibt es einen Kompromiss, wer was bezahlt, um Flüchtlinge unterzubringen. Der Bund zahlt nun eine Pauschale pro Flüchtling und wir reden gleich darüber mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Der hat ja im Moment den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz. Das neue Weltraumteleskop Euklid bietet uns einen ganz neuen Blick ins Weltall. Die ESA in Darmstadt hat große Hoffnung, neue Erkenntnisse zu schwarzer Materie zu finden. Und was war das gestern für ein Schock in Kassel? Mitten am Tag stürzt das Dach der katholischen Elisabethkirche ein. Zum Glück ist niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Und das, obwohl diese Kirche wirklich rege genutzt wird von Kassel, aber auch von anderen Kirchengemeinden. In diesem Raum finden Platz ungefähr 400 Menschen bei Konzerten, bei Veranstaltungen. Das, was da gestern passiert ist, das muss sich erst mal setzen. Das hätte in Kassel katastrophal ausgehen können. Wir standen gestern da an der Statue und auf einmal haben wir nur gesehen, es kam eine riesige Rauchwolke und jede Menge Schutt runter. Nachdem gestern Mittag das Kirchendach der Elisabethkirche plötzlich eingestürzt war, kamen heute einige Vertreter der Kirche zum Pressetermin, auch vom Bistum Fulda. Bischof Michael Gerber ist erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Wir hatten in den letzten Tagen sehr viele größere Veranstaltungen hier in der Kirche gehabt. Nicht zuletzt auch am Sonntag noch das große Jubiläum unserer italienischen Mission. Und auf dem Hintergrund sind wir bei aller Dramatik, die das hat, auch dankbar, dass da nichts, kein Mensch unmittelbar zu Schaden gekommen ist. Bauexperten sollen die Höhe des Sachschadens in den kommenden Tagen klären. Als nächstes soll ein Statiker mit Hilfe von Drohnen prüfen, wie es überhaupt zum Einsturz kommen konnte und ob die Wände jetzt noch stabil stehen. In den letzten Jahren wurde die Elisabethkirche auch als Ausstellungsort für verschiedene Dokumenta-Kunstwerke genutzt. Da ist in den letzten beiden Dokumenten Zeiten jeweils durch einen Statiker geprüft worden, wie die Verfassung des Daches ist. Beides Mal haben die Statiker keine Hinweise gegeben, dass irgendeine Überlastung des Daches oder irgendeine Gefährdung des Daches zu befürchten ist. Vom ausstehenden Gutachten der Statiker wird auch abhängen, wie ein geplantes provisorisches Dach aufgebaut werden kann. Die Kirche wurde in den 50er Jahren gebaut, die Decke eine Holzkonstruktion. Da klingeln bei einigen die Alarmglocken. Zum Beispiel durften in einer ähnlich alten Kirche in Bad Karlshafen über 2 Jahre lang keine Gottesdienste gefeiert werden. Einsturzgefahr. Das Problem hier, der Holzleim. Die Dachkonstruktion ist halt so eine Leimbinderkonstruktion. Die ist damals State of the Art gewesen und man hat das so gemacht. Aber es war das Problem einfach, dass dieser Holzleim, der benutzt wurde, eigentlich nur eine Festigkeit für etwa 50 Jahre hat. Und diese Zeit, 1962, 2012, ist diese Zeit halt abgelaufen. Diese hölzernen Stützen brachten dort die ersehnte Stabilität. Gibt es ein größeres Problem mit Bauten aus den 50er und 60er Jahren? Die Stadt Kassel sieht für ihren Bestand kein Problem. Im Eigentum der Stadt befinden sich rund 500 Gebäude. Von statischen Problemen, die zur Sperrung eines Gebäudes führten, waren davon in den letzten 10 Jahren nur 2 betroffen. Dies ist jedoch kein Problem der 50er, 60er Jahre Bauten per se, sondern entsprach auch damals schon nicht den Vorschriften und Normen. Für die Gläubigen der Gemeinde St. Elisabeth gibt es jedenfalls schon jetzt eine Zwischenlösung. Wir sind dankbar durch die Angebote auch der evangelischen Kirche, unserer Schwestern. Die sagen, die Karlskirche und andere Kirchen stehen uns zur Verfügung. Ob die Elisabethkirche weiterhin ein Ort der Begegnung und für zeitgenössische Kunst sein kann, müssen jetzt die Experten klären. Ja, es war eine lange Nacht für Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Zusammen mit seinen anderen Länderkolleginnen und Kollegen hat er mit dem Kanzler hart verhandelt, zum Beispiel über einen Kompromiss, was die Unterbringung von Flüchtlingen anbelangt und wer wie viel dafür bezahlt. Das Gute ist, es gibt diesen Kompromiss und wir klären gleich mit Boris Rhein, wie dieser einzuordnen ist, wie er die Situation entspannen kann. Eins ist auf jeden Fall klar, nicht nur Bürgermeister und Landräte haben da sehr gebannt nach Berlin geblickt. Bis tief in die Nacht wurde im Kanzleramt um Kompromisse gerungen. Um 3 Uhr dann die Pressekonferenz mit den Beschlüssen. Der Hesse, Boris Rhein, als Vorsitzender der Ministerpräsidenten an prominenter Stelle neben dem Bundeskanzler. Es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf
Fluchtmigration und irreguläre Migration es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Und darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Für jeden Geflüchteten zahlt der Bund eine Pauschale von jährlich 7.500 Euro. Außerdem werden Leistungen gekürzt. So sollen Asylbewerber erst nach 36 statt bislang 18 Monaten Geld in Höhe der Sozialhilfe bekommen. Statt Bargeld kommt eine Bezahlkarte für alltägliche Einkäufe. Außerdem sollen die Asylverfahren beschleunigt werden, vor allem bei Bewerbern aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote. Lange erwartet wurden die Beschlüsse bei den Kommunen, wie hier in Geisenheim. Der Bürgermeister ist stolz auf das neue Containerdorf. Rund 240 Flüchtlinge können hier unterkommen. Drinnen ist es nicht luxuriös, es gibt aber etwas Privatsphäre. Dass der Bund nun mehr Geld bereitstellt, freut Christian Assmann allerdings. Schlussendlich müssen wir jetzt schauen, was bei uns, bei den Kommunen, wir sind im Prinzip ja die Basis der Demokratie, was bei uns ankommt von den Beschlüssen. Die Ankündigungen sind immer gut, aber was dann schlussendlich bei uns hängen bleibt, müssen wir jetzt abwarten. Und da hat dann das Land mitzureden. Daher wurden im Landtag die Beschlüsse genau verfolgt. Die SPD-Fraktion ist zufrieden, auch mit dem Plan, schneller abschieben zu wollen. Es werden nicht alle hier bleiben können und deswegen ist es klug und richtig, jetzt Entscheidungen zu treffen, die auch entsprechend umgesetzt werden. Wir brauchen eine spürbare Entlastung und das ist, glaube ich, das Signal, wo Bund und Länder sich einig sind. Unterschiedlich dagegen bewerten Linke und AfD die Ergebnisse. Dem einen gehen sie nicht weit genug, der anderen zu weit. Wir finden das sehr schäbig, muss man so sagen, weil es einfach immer wieder ein Wettbewerb der Schäbigkeiten ist auf dem Rücken von Geflüchteten. Und man sieht ja, es macht die AfD nur stärker statt schwächer. Die anderen haben viele Ideen der AfD geklaut, für die wir seit Jahren verbal geprügelt werden. Aber das Entscheidende haben sie nicht übernommen, nämlich den politischen Willen, diese Masseneinwanderung zu beenden. Eine Begrenzung wird nicht reichen. Zufrieden aber ist der Rheingauer Landrat mit den Beschlüssen. Damit könnten weniger Menschen nach Hessen kommen und der Kreis an mehr Geld. Aber da müssen wir jetzt auch schauen, wie die entsprechende Verordnung auch dann die Umsetzung des Landes Hessen ist. Fließt das Geld 1:1 durch? Das wäre natürlich wünschenswert. Von daher, ich sag mal, die Richtung stimmt, das Detail müssen wir noch prüfen. Zurück in Geisenheim, wo bald über 200 Menschen im neuen Containerdorf wohnen werden. Bürgermeister Assmann erinnert daran, dass man nicht nur über Geld reden soll, sondern auch über die Menschen in Not. Ja, und wir reden jetzt mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Er ist uns aus der hessischen Staatskanzlei zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Rhein. Ja, guten Abend, Frau Gesang. Wie geht's Ihnen? Müde nach dieser langen Nacht oder erleichtert? Ja, ich bin einigermaßen müde, das ist in der Tat wahr. Ich glaube, ich war um 4:30 im Bett nach einer nächtlichen bzw. morgendlichen Pressekonferenz im Kanzleramt. Aber ich fühle mich gut. Ja, das ist doch schon mal was. Sie können ja auch zufrieden sein. Es gibt jetzt dieses atmende System, das hatten Sie ja als Bundesländer gefordert. Das heißt, wenn mehr Flüchtlinge kommen, gibt es auch mehr Geld. Es gibt nämlich jetzt eine Pro-Kopf-Pauschale, 7.500 Euro. Sie wollten aber mehr, 10.500 Euro hatten die Länder gefordert. Was machen Sie jetzt? Gleichen Sie den Rest als Land Hessen aus? Also zahlen Sie jetzt nochmal 3.000 obendrauf, damit es klappt mit der guten Unterbringung der Flüchtlinge? Naja, das Wichtigste ist erstmal, dass wir jetzt eine stabile Finanzierungslage mit dem Bund haben, die auch dauerhaft gilt, die wir nicht wieder Jahr für Jahr verhandeln müssen. Das bringt ja auch Unsicherheit ins System. Und insbesondere ist wichtig, dass es ein atmendes System gibt, dass wir also jetzt wirklich pro Kopf und pro Flüchtling vom Bund unterstützt werden bei der Flüchtlingsfinanzierung. Und dann ist das wirklich eine solidarische Teilung der Lasten. Ich bin damit zufrieden. Natürlich hätte es mehr sein können, nicht weil wir unbescheiden sind, sondern weil natürlich die Lasten groß sind. Mhm. Aber wir haben die Lasten ja bereits jetzt und deswegen, das ist eine Entlastung. Und wenn Sie das nehmen und mal einen Summenstrich ziehen, haben Sie 3,5 Milliarden. Euro. Und ich würde sagen, es ist ein vertretbares Ergebnis. Jetzt haben Sie meine Frage nicht beantwortet mit den 3.000 Euro. Legen Sie die jetzt noch drauf als Land Hessen oder nicht? Naja, im Augenblick legen wir ja noch viel mehr drauf. Deswegen die 10.500, ich sage mal, sind eine errechnete Größe gewesen. Und jetzt muss ich jetzt auch nicht so tun, als ob das nicht so wäre. Natürlich ist das auch ein Handeln mit dem Bund. Und deswegen haben wir uns in der Mitte angenähert. Ja, wir werden immer weiter Geld bei der Flüchtlingsfinanzierung drauflegen. Das wird so sein. Das Wichtigste ist aber, dass wir unsere Kommunen in die Lage versetzen, finanziell die Lage zu bewältigen. Und dafür haben wir eine gute Grundlage geschaffen.
Jetzt sagt der Bürgermeister von Geisenheim, den wir gerade gesehen haben, wäre auch schön, wenn dieses Geld, was das Land Hessen ja vom Bund bekommt, auch bei uns, bei den Kommunen dann ankommt. In der Vergangenheit hat Hessen da immer relativ viel einbehalten, auch fürs Erstaufnahmelager. Kommt das Geld jetzt auch 1:1 bei Ihren Kollegen vor Ort an? Also erstens, wir haben nicht relativ viel Geld einbehalten, ganz im Gegenteil. Wir haben immer 1:1 durchgeleitet, also wirklich 1:1. Und natürlich haben wir auch Erstaufnahmeeinrichtungen zu finanzieren. Das tun wir natürlich auch mit dem Geld. Insoweit kann ich dem Bürgermeister von Geisenheim versichern, es wird so sein, wie es immer war. Das Land Hessen steht zu seinen Verpflichtungen und unterstützt seine Kommunen und wird natürlich die Gelder auch durchleiten. Das ist ja auch so mit dem Bund vereinbart. Wir haben eine Garantiesumme von 1 Milliarde Euro dabei. Also die Voraussetzungen dafür, dass den Kommunen geholfen wird, sind wirklich jetzt geschaffen. Es geht jetzt auch bei den Beschlüssen, die Sie getroffen haben, um die Bezahlkarte. Die soll eingeführt werden, damit nicht mehr so viel mit Bargeld hantiert werden kann, sage ich mal. Wann wird denn diese sogenannte Bezahlkarte für Flüchtlinge eingeführt in Hessen? Wie lange dauert es ungefähr noch? Ja, ich bin ein großer Anhänger der Bezahlkarte, weil natürlich die Auszahlung von Bargeld immer ein sogenannter Pull-Faktor gewesen ist und in Deutschland besonders viel Bargeld ausgezahlt worden ist und das natürlich auch dazu verleitet hat, gerade nach Deutschland zu kommen. Deswegen wollen wir jetzt mit der Bezahlkarte das reduzieren im verfassungsrechtlich möglichen Rahmen und jetzt so schnell wie möglich wirklich eine Bezahlkarte einführen. Wir werden jetzt eine Arbeitsgruppe aufsetzen, die das dann regelt, dass wir schon Anfang des Jahres sehr klare erste Schritte sehen und dann in die Umsetzung gehen können. Also das wird jetzt bald kommen, das wird jetzt schnell kommen und wir sind da auch wirklich sehr daran interessiert, dass wir das schnell hinbekommen als Länder. Da werden wir Sie gerne dran erinnern, Herr Rhein. Mich interessiert noch eine Frage. Sie haben ja als unionsgeführte Länder auch mit dem grünen Kollegen Kretschmann aus Baden-Württemberg gefordert, dass Asylverfahren in Drittstaaten abgewickelt werden können. Nun prüft das der Bund, aber Sie haben keine Einigkeit unter den Bundesländern. Die SPD-geführten Länder sind da dagegen. Auch die Grünen regieren vielerorts mit, auch in Hessen. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass es überhaupt zu so einer Lösung kommt? Ja, das ist schon mal ein großer Erfolg, mit dem ja so von Anfang an nicht zu rechnen war, dass wir die Drittstaaten jetzt wirklich im Papier haben. Und das ist die Beschlusslage der 16 Länder gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Es gibt natürlich auch abweichende Meinungen, die in der Protokollerklärung formuliert worden sind. Aber das ist jetzt zu vernachlässigen. Das wird jetzt geprüft. Und wenn es möglich ist, wird es umgesetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Schritt. Und den haben wirklich die B-Länder durch ihre Verhandlungsposition erreicht. Und das wird auch dazu führen, dass die Zahlen runtergehen und dass es unattraktiver wird, nach Deutschland zu kommen. Und das ist genau das, was wir erreichen müssen. Ich sage das immer wieder, Joachim Gauck hat recht gehabt. Unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und wir müssen mit den Zahlen runter. Die irreguläre Migration muss begrenzt werden in Deutschland. Dankeschön, Herr Rhein, für das Interview. Und wir haken dann natürlich auch nach, ob es wirklich zu dieser Drittstaatenlösung kommen wird. Herzlichen Dank. Das will ich sehr hoffen. Ich bedanke mich. Und wir haben dieses Interview vor der Hessenschau aufgezeichnet. Über gesprengte Geldautomaten in Hessen, da berichten wir ja häufiger, auch heute wieder. Diesmal ist aber was anders. Marcel, du weißt mehr davon. Ja, diesmal hat es Festnahmen gegeben. Nach einer Sprengung im Einkaufszentrum in Pfungstadt hat die Polizei in der vergangenen Nacht 3 Tatverdächtige festgenommen. Offenbar wurden sie durch eine Alarmanlage im Gebäude gestört. Außerdem hatten Zeugen die Verdächtigen beobachtet und die Polizei gerufen. Die Männer haben ihr Fluchtfahrzeug zurückgelassen und sind zu Fuß geflohen, konnten aber in der Nähe geschnappt werden. Mehrere 10.000 Euro hat die Polizei ihnen abgenommen. Am Gebäude entstand ein Schaden in 5-stelliger Höhe. Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel vor einem Monat verzeichnet die im Innenministerium eingerichtete Meldestelle Hessen gegen Hetze im Vergleich zu den Vormonaten eine Zunahme von Meldungen mit antisemitischen Inhalten um das Vierfache. Demnach hat es seither 350 entsprechende Meldungen gegeben, im Vergleich zu sonst etwa 80 pro Monat. Die Meldestelle bietet nach eigenen Angaben eine unkomplizierte Möglichkeit, gegen Hass im Internet aktiv zu werden. Mit einer Kranzniederlegung ist auf dem alten jüdischen Friedhof in Kassel der Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren gedacht worden. Die jüdische Gemeinde will damit an die Anschläge auf jüdische Mitmenschen durch Nationalsozialisten 1938 erinnern.
In Kassel starteten die Übergriffe schon zwei Tage vor der Pogromnacht am 9. November. Damals steckten die Nationalsozialisten deutschlandweit Synagogen in Brand, zerstörten Geschäfte und ermordeten jüdische Menschen. In der Folge wurden Juden und Jüdinnen systematisch verfolgt und ermordet. Der Frankfurter Flughafen ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Bundesland Hessen und das Tor zur Welt. Das lag ja monatelang brach während der Corona-Pandemie. Im Moment wird viel geredet über klimaschädliches Fliegen. Und da ist es doch spannend, welche Quartalszahlen der Flughafenbetreiber Fraport über das abgelaufene Sommerquartal da veröffentlicht. Wie groß ist eigentlich mittlerweile wieder das Interesse an der Fliegerei? Die Luftfahrt brummt wieder. Das Vor-Corona-Niveau ist fast wieder erreicht. Vergessen sind die Zeiten, als Flugzeuge eingemottet wurden und in langen Reihen auf dem Flugfeld geparkt werden mussten. Getrieben ist es aktuell wirklich sehr stark aus dem, was wir Leisure-Verkehr nennen, Freunde, Familie, Verwandte zu besuchen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Präferenz, in der Konsumpräferenz der Bevölkerung noch mal ein Stück nach oben gegangen ist, weil es über Corona auch gar nicht möglich war. Der Vergleich der Fluggastzahlen in Frankfurt zum Vor-Corona-Jahr 2019 zeigt, es sind immer noch weniger als vor der Krise, aber von Januar bis September sind es ständig mehr geworden. Im letzten Quartal lag die Zahl bei 86%. Im Winter soll es bis auf 90% raufgehen. Den Gewinn konnte der Flughafenbetreiber, der mehrheitlich dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt gehört, deutlich steigern. Im Vergleich zum Vorjahr um über 100%. Allerdings liegt er noch 14% unter dem Bestwert vor Corona. Probleme macht Fraport vor allem der teils selbstverschuldete Personalmangel. Wer wegen Corona gehen musste, kommt nicht mehr zurück. Trotz deutlicher Lohnerhöhungen seien Mitarbeiter für die Bodendienste kaum zu finden. Darum brauchen wir Zuwanderung. Wir brauchen eine Zuwanderung auch im Arbeitsmarkt. Und wir sind da sofort gerne bereit, auch EU-mäßig sind wir ja heute schon am Sourcen, aber auch eben non-EU-mäßig hier aus der Türkei, aus Bosnien und so weiter Mitarbeiter direkt einzustellen und ihnen eine Alternative, eine Perspektive zu geben. Der Ausblick auf die nächsten Monate sei sehr positiv. Auf eine Dividende müssten die Aktionäre aber noch warten. Vorher sollen Schulden abgebaut werden, die durch Corona und Investitionen wie den Bau des Terminal 3 angehäuft wurden. Auch Lufthansa freut sich über den Aufschwung und einen Rekordsommer. Von Januar bis September gab es beim Gewinn im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von über 200%. Es klingt kurios, aber die hohen Gewinne sind auch eine Corona-Folge. Das Angebot ist immer noch deutlich niedriger als vor der Krise. Weil die Nachfrage stärker gestiegen ist als das Angebot, sind auch die Preise gestiegen. Im Schnitt kosten Tickets 65% mehr als vor Corona. Das heißt, die Airlines verdienen mit weniger Flügen und voller Auslastung unterm Strich mehr. Aber mancher zweifelt, dass das so weitergeht. Mit Blick auf 2023/24 wird man sicherlich schon merken, dass da eine gewisse Vorsicht zurückkehrt, denn die Flugpreise bleiben hoch. Es wird eine stärkere Regulierung auch von Seiten der Umweltpolitik geben. Das dürfte perspektivisch auch zu höheren Ticketpreisen führen. Und das muss dann durch höhere Produktivität ausgeglichen werden. Ansonsten wird ein Teil der Nachfrage auch verloren gehen. Aber erstmal läuft das Geschäft. Und der Frankfurter Flughafen wird seiner oft versprochenen Rolle als Job- und Wohlstandsmotor zumindest momentan gerecht. Ja, von der Luftfahrt geht's jetzt ab in den Weltraum. Das sind Bilder, die das neue Weltraumteleskop Euclid bietet. Auf jeden Fall einen ganz anderen Blick ins Weltall. Ja, diese ESA-Weltraummission fasziniert und die Wissenschaftler erhoffen sich ganz neue Erkenntnisse von Euclid. Tiefer in die unendlichen Weiten konnte noch kein Teleskop blicken. Die Bilder sind schärfer und hochauflösender als alles, was bisher auf der Erde vom Himmel zu sehen war. Heute Nachmittag präsentiert die ESA zum ersten Mal Bilder, die das Weltraumteleskop Euclid aufgenommen hat. Euclid ist das Teleskop, das in die große Breite schauen kann. Es hat einen viel größeren Himmelsausschnitt, als die Hubble- und Webb-Kameras beobachten können, etwa 100-mal größer als das Webb-Teleskop. Und daraus kann Euclid uns die ganz große Karte des Universums zeichnen. Anfang Juli ist Euclid vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ausgestartet. Das Weltraumteleskop soll rund zwei Drittel des beobachtbaren Himmels abtasten und dafür 6 Jahre brauchen. Zum Vergleich, das Weltraumteleskop Hubble hätte dafür mehrere hundert Jahre gebraucht. Gesteuert wird Euclid von der ESA in Darmstadt aus. Ausgewertet und analysiert
werden die Bilder von einer Vielzahl von Wissenschaftlern. Das Netzwerk, das man braucht, um die Berechnungen zu machen, tatsächlich Kosmologie zu betreiben, ist eine riesengroße Herausforderung. Das kann nicht in einem Zentrum gemacht werden. Das ist also alles sehr dezentralisiert, über Europa verteilt. Es arbeiten mehr als 3.600 Wissenschaftler an diesem Projekt. Und das ist alles dezentral, sonst könnte man das nicht leisten. Allein von der Rechenkapazität her nicht. Euklid soll aber viel mehr als gestochen scharfe Bilder liefern. Die Forscher sind auf der Suche nach etwas, das unser Auge nicht sehen kann. Euklid wird uns helfen, dunkle Materie und dunkle Energie zu verstehen. Und die machen rund 95% des Universums aus. Wir verstehen also nur 5% des Universums, die man mit herkömmlichen Teleskopen sehen kann. Es ist eine bahnbrechende Mission und ein aufregender Tag, weil wir Astronomen in neue Bereiche aufbrechen. Mithilfe von Euklid wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein 3D-Modell des Universums erstellen. Darin sollen die Wirkungen sichtbar werden, die von dunkler Materie und dunkler Energie ausgehen. Die Forschenden wären damit einen Schritt weiter auf ihrem Weg, die unendlichen Weiten, die uns umgeben, zu verstehen. Ja, zurück zur Erde. Die Arolsen Archives sollen aus ihrem Provisorium raus. Neuigkeiten hat jetzt Marcel. Dort lagern ja 30 Millionen Dokumente aus der früheren NS-Zeit und der früheren Nachkriegszeit, 50 Millionen Hinweiskarten aus der zentralen Namenkartei. Im Moment lagert dieses weltweit größte Archiv zu NS-Opfern in einer Halle. Die provisorische Unterbringung soll aber bald ein Ende haben. Heute ist der Gewinner eines Architekturwettbewerbs vorgestellt worden. Mäusefraß, Silberfische, schlechte klimatische Verhältnisse. Auf Dauer unhaltbar für das weltweit größte Archiv für NS-Opfer. Die Erinnerung sicher zu bewahren, darum ging es beim Architekturwettbewerb. Den ersten Platz machte ein Entwurf mit einem schweren, geschlossenen Kubus, umgeben von einem leichten, transparenten Pavillon. Die neue Heimat für das UNESCO-Weltdokumentenerbe. Ein Ort gegen das Vergessen. Daher war es so wichtig, dass der Neubau auch das Thema Erinnern, aufbewahren und eine Form von auch Gedenken in einer angemessenen Weise für diese so wichtigen Dokumente zum Ausdruck bringt. Die Baukosten werden mit aktuell 17,3 Millionen Euro veranschlagt. Eröffnet werden soll das neue Arolsen Archive 2028. Schnelles Internet, für viele enorm wichtig. Deswegen sollen auch im Odenwaldkreis bald überall Glasfaserleitungen verlegt werden. Dafür könnten bis zu 200 Millionen Euro bereitstehen. Denn der Bund hat jetzt einer Förderung von 100 Millionen Euro zugestimmt. Das Geld stammt aus einem Programm für Projekte, bei denen es einen besonderen Bedarf gibt. Weitere 20 Millionen kommen vom Landkreis. Und das Land plant, 80 Millionen dazuzugeben, vorbehaltlich der Haushaltsgesetzgebung. Der Hessentag in Fritzlar im kommenden Jahr fällt deutlich kleiner aus als zunächst geplant. Die sogenannte Hessentags-Arena für große Konzerte mit rund 15.000 Besuchern wurde gestrichen, aus Kostengründen. Das hat der Bürgermeister von Fritzlar bestätigt. Er rechne auch ohne die ganz großen Stars auf der Bühne mit einem tollen Hessentag. Vielleicht sei ein etwas kleinerer Hessentag auch ein Erfolgsmodell. Ja, aus dem Tierpark Sababurg im Kreis Kassel ist ein Weißkopfseeadler entflogen und seither verschwunden. Der Adler sei während einer Flugschau vor einer Woche sehr hoch emporgestiegen und dann nicht zurückgekehrt, hat der Tierpark heute bekannt gegeben. Jetzt hoffen die Verantwortlichen auf Hilfe. Also wenn Sie diesen Weißkopfseeadler sehen, melden Sie sich bitte beim Tierpark Sababurg. Soweit die Nachrichten und jetzt zu ganz besonderen Klängen in der Hessenschau. Absolut richtig, Marcel. Müll kann nämlich zum Beispiel klingen. Also wie klingen Plastikflaschen, wie klingen gebrauchte Kaffeekapseln? Die Schlagzeugerin Vivi Vasileva führt momentan bald ein Konzert mit unserem HR-Sinfonieorchester auf. Heute war nämlich die Generalprobe mit ganz neuen Tönen. Ich kann mal einen anspielen. Der Komponist Gregor Meyerhofer hat ein Konzert mit Instrumenten aus Müll komponiert, das Recycling-Concerto. Dass man vor allem dieses Beschleunigende hört. Entwickelt gemeinsam mit der Schlagzeugerin Vivi Vasileva.
Hier haben wir ein Instrument gebaut aus alten Blumentöpfen und haben die tatsächlich in unseren Elternhäusern gefunden, in den Gartenhäusern und so. Und mussten einfach dann viele ausprobieren, weil man die nicht wirklich stimmen kann. Man muss genau einen Blumentopf finden, der als G klingt oder als ein Fis klingt. Manchmal hat sich dann die lustige Schwierigkeit ergeben, wenn ein Blumentopf kaputt geht. Dann haben wir einfach im ganzen Orchester rumgefragt, dass jeder zu Hause einmal nachschaut, ob er zufällig einen Blumentopf in Fis hat. Zum Beispiel, dass man zwei Plastiktüten nimmt und sagt, okay, das kennt jeder von uns. Jeder von uns weiß, das ist schädlich, das landet im Meer. Wie können wir daraus jetzt einen Groove zaubern, einen Rhythmus, einen Klang? Und das war die besondere Herausforderung. Dass Klimawandel ein großes Thema ist, ist natürlich trivial, ist für alle, denke ich, klar. Und wir wollten einfach etwas suchen, was die Menschen aber nicht nur mit dieser Schwierigkeit und dem Problem konfrontiert, sondern was auch irgendwie über die Musik, über eine sinnliche Kunstform eine Inspiration schaffen kann. Es wird im ersten Satz, der heißt The Happy Tsunami of Wealth, also der fröhliche Tsunami des Wohlstands, wird die ganze Bühne überflutet mit Müll. Auch akustisch sozusagen wird der ganze Klangraum überflutet mit Klängen, die überhaupt keinen Raum mehr lassen, die alles vermüllen klanglich. Das Recycling-Concerto ist morgen im HR-Sendesaal zu hören und am Donnerstag in der Alten Oper in Frankfurt. Ja, und nach diesem Konzert wird es auch noch eine Talkrunde geben mit unserem ARD-Wettermann Sven Plöger und unserer Hessenschau-Kollegin Jennifer Siegler. Sie moderiert ja das Funkkolleg Klima. Wird bestimmt spannend. Das war die Hessenschau heute Abend, aber wir haben noch eine Spätausgabe für Sie. Die sehen Sie heute Abend, wenn Sie mögen, um 22.15 Uhr. Wir würden uns freuen. Ja, und jetzt kommen die Wetteraussichten zum doch etwas trübseligen November. Ich warte auf die Jahreszeit, die unser Wetterkollege hier im Namen trägt. Tim Frühling kommt jetzt. Genau, Frühlingskind. Schönen Abend Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.